Das ist mal die Voraussetzung, ein gutes Leben zu haben. Und darum geht es ja sowieso in unserer Gruppe. Noch was zu der Gruppe. Ihr habt ja gestern gesehen, ich habe das Video gemacht. Wir haben eine Gruppe, also einen Gruppenchat, wo jeder reinschreiben kann. Und ich habe gestern jetzt einen Channel gemacht. Ein Channel ist ganz wichtig, weil in der Gruppe, habt ihr ja gesehen, da verschwinden meine Nachrichten immer. Wenn jemand schreibt, geht die Nachricht immer weiter nach oben und viele kriegen das dann gar nicht mit. Deshalb habe ich noch einen Channel gemacht. In einem Channel kann ich schreiben und ihr könnt auf den Kommentar oder auf meine Nachricht antworten. Die wird aber nicht direkt im Channel angezeigt. Das heißt, ihr seht immer meine letzte Nachricht. Dann drückt ihr unten auf Kommentare und dann könnt ihr es anschauen. Ich werde auch in den nächsten ein, zwei Wochen die Gruppe, die wir bisher hatten, werde ich schließen. Ich werde die löschen. Dann gibt es nur noch den Channel. Ja, weil in dem Channel stört es nicht. Und ich habe das ausprobiert. Ihr könnt die Nachrichten trotzdem lesen. Ihr könnt alle Kommentare lesen, Kommentare schreiben. Aber man sieht die Kommentare nicht und meine Nachrichten bleiben da, sodass jeder die wichtigen Nachrichten mitbekommt. Den Channel brauchen wir eigentlich, den Chat brauchen wir dann eigentlich nicht mehr, weil man kann genauso gut eine Diskussion in den Channel führen, aber ohne dass die Nachrichten verschwinden. Wenn ihr draufklickt, habt ihr trotzdem immer die Diskussion zu der aktuellen Nachricht. Und das finde ich einfach genial. Ich arbeite noch nicht so lange mit Telegram, aber das finde ich eben genial in Telegram. Das heißt, geht alle in den Channel. Klickt alle auf den Link in den Channel und gebt den Leuten, die noch nicht drin sind, die bei euch im Team sind oder mit denen ihr arbeitet, gebt denen den Link weiter und sagt, geh in den Channel, weil die Gruppe wird bald geschlossen. Ja, ich will nicht, dass irgendjemand etwas verpasst. Einfach in den mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben Channel wechseln. Und wie gesagt, die Gruppe werde ich schließen. Lasst uns anfangen. Ich habe euch versprochen, großmundig im Chat, dass wir heute etwas machen, das euer Leben verändern kann. Und das meine ich absolut im Ernst. Im Prinzip, sage ich mal, muss man gar nicht mehr wissen, wie ich heute hier euch erzähle. Ich habe das in meinem eigenen Leben erfahren und ich erfahre es immer wieder und ich erfahre es gerade auf ganz extreme Art und Weise, extrem positive Art und Weise. Das Thema von heute ist mühelos erfolgreich sein, also mühelos erfolgreich sein. Nicht mit Kampf, mit harter Arbeit, mit dem Schweiße deines Angesichts, so wie wir das gelernt haben, sondern mühelos. In diesem mühelos erfolgreich sein stecken drei Worte drin. Erfolg, Reich und Sein. Also Erfolg, Reichtum und Sein. Und das Sein habe ich rot angestrichen, weil das hatten wir auch letztes Mal schon in der Persönlichkeitsentwicklung bei Ziele, Zeit und Resultate. Das Sein, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Dieses Sein, man muss, wenn man etwas ist, im Inneren muss man weniger tun und kann mehr haben. Das ist eine ganz logische Folge aus dem Gesetz der Anziehung, aus dem Gesetz der Resonanz, kann man auch sagen. So, ihr dürft gerne, wenn ihr wollt, im Chat Fragen stellen. Ihr dürft auch reinschreiben, Kommentare dürft ihr jederzeit gerne. Ist immer schön, wenn ich da was sehe, wenn sich was bewegt, dann weiß ich, ihr seid noch da. Und ihr hört auch zu. Also mühelos erfolgreich sein. Da ist wieder dieses Sein drin. Und ich möchte es euch erklären. Im Prinzip heißt es, bevor ihr etwas tun könnt, bevor ihr etwas seid, so müsst ihr es im Inneren sein. Ich habe am Schluss noch einen ganz genialen Satz geschrieben, wo das alles eigentlich ganz schnell erklärt. Was heißt denn das Sein? Wir wollen im Prinzip alle so schnell wie möglich in diesem Bereich vom Cashflow-Quadrant dein Geld arbeitet für dich. Das heißt für mich, ein Leben zu haben, in dem er seine Zeit nicht für Geld tauscht, in dem er nicht jeden Tag für Geld arbeiten muss, sondern in dem sein Geld für dich arbeitet. Ein Leben mit viel Zeit, mit viel Lebensqualität und mit viel Freude. Da gehört aber nicht nur Geld dazu, dass es Geld arbeitet, da gehören alle Bereiche dazu. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gehören alle Lebensbereiche dazu, nicht nur die Finanzen. Da geht es um die Gesundheit, da geht es um die Einstellung, wie ist man denn eingestellt und wie führt man sein Leben, wie geht man mit anderen Menschen und da geht es um alles. Aber ich für mich persönlich finde diesen Bereich im Cashflow-Quadrant den interessantesten. Wie geht es euch? Was ist euer Bereich, wo ihr sagt, da will ich auf jeden Fall
die nächsten 1, 2, 3 Jahre hin? Könnte man gerne mal reinschreiben, einfach die Buchstaben reinschreiben, damit ich mal sehe, was so eure Intentionen sind. Ja, also, erfolgreich sein. Das ist schwierig jetzt zu erklären, aber ich versuch's, ja. Also das Leben ist im Prinzip sehr, sehr einfach. Wenn wir Menschen die Natur betrachten, da geht alles sehr einfach in die Natur. Ihr kennt ja die Menschen, da kommen die I's und die B's und die I's. Wunderbar, das gefällt mir. Ihr kennt ja die Menschen, denen gelingt irgendwie alles, ja. Die leben mühelos, da geht alles leicht, da geht alles einfach. Das sieht auch alles so einfach aus. Und die haben immer Glück im Leben, immer Glück. Kennt ihr die Leute? Kennt ihr solche Leute auch? Wenn ja, dann schreibt's mal rein. Und kennt ihr die Leute, bei denen läuft immer alles schief? Die haben immer Probleme. Bei mir ist es immer so blöd. Bei mir funktioniert es nicht. Ich kann das nicht. Bei mir geht es nicht. Ich bin ein armer Kerl. Ich bin eine arme Frau. Mir geht's immer schlecht. Kennt ihr die, die immer jammern, bei denen es immer schlecht läuft? Und kennt ihr auch die, die nie jammern, bei denen es immer läuft, die sagen, naja, wird schon werden, passt schon, geht schon. Kennt ihr die? Dürft ihr mir gerne im Chat eine Antwort geben, wenn ich euch was frage? Immer so langweilig, wenn keiner was mitmacht. Ja, also, das ist uns jedem bekannt. Ja, es gibt auch in unserer Gruppe, die wir jetzt neu gegründet haben, gibt es wieder die Leute, bei denen alles nicht funktioniert. Ja. Die gibt's überall. Und dann gibt's Leute, bei denen funktioniert's problemlos. So, und genau das, so wie wir sind, so wie wir denken, das ist Sein, so wie wir sind, ja, als Person, so wie wir sind von unserer Einstellung her, so wie wir sind von unseren Gedanken, so wie wir sind von unserem Tun, so wie wir sind, wie wir mit den anderen Menschen umgehen. Genau so ist unser Leben. So wie wir sind, ist unser Leben. Und ganz wichtig, so wie wir denken und fühlen, ist unser Leben. Weil ein Gedanke mit Gefühl verbunden hat die größte Verwirklichungskraft. Ob positiv oder negativ. Bei mir läuft immer alles schief. So eine Kacke. Jetzt habe ich wieder Angst vor diesem komischen Virus da draußen. Ja, und ich brauche eine Maske und ich brauche einen Helm und ich brauche was weiß ich was. Und zack, am nächsten Tag haben sie sich angesteckt. Und die anderen, die das gar nicht interessiert, ja, was da für ein Virus irgendwo rumschwirrt seit vielen Jahren oder Grippe oder was auch immer, die interessieren sich gar nicht dafür, die berührt es nicht mal. Und wenn, dann werden sie so gestreift und am anderen Tag ist alles wieder gut. Kennt ihr das? Und genau so geht's. So wie ich bin, so ist mein Leben im Außen. Sein kann ich immer nur im Inneren. So wie ich bin, ist mein Leben. Manche Menschen, die versuchen, am Gras zu ziehen, damit es wächst. Ja, aber man muss nicht am Gras ziehen, damit es wächst. Das Gras wächst einfach. Und genau das ist es, was wir lernen müssen, was wir ganz, ganz dringend oder was zwingend erforderlich, um mühelos erfolgreich zu sein, ist, den Dingen ihren Lauf zu lassen, den richtigen Impuls zu geben und dann den Dingen ihren Lauf zu lassen. Nochmal, wir müssen nicht am Gras ziehen, dass es wächst. Ich reiße es raus, ich mache es kaputt. Ja? Versteht ihr das? Das Gras wächst einfach. Und das Gras muss sich auch nicht anstrengen zu wachsen, weil es einfach wächst. Habt ihr schon mal einen Apfelbaum gesehen, der im Sommer und im Herbst stöhnt wie ein Wahnsinniger, weil er die Äpfel rausdrückt? Oder ein Kirschbaum, der die Kirschen rausdrückt? Habt ihr schon mal einen Baum stöhnen hören? Außer im Wind, wenn er ein bisschen ächzt. Ja, selbst im Wind stellt sich ein Baum nicht gegen den Wind, sondern er wehrt sich nicht gegen den Wind. Er biegt sich mit dem Wind, er geht mit dem Wind und leistet keinen Widerstand. Er geht mit den Gegebenheiten, die da sind. Manche fallen um, ja, manche nicht. Die meisten bleiben stehen. Und das heißt, wir können von der Natur sehr, sehr, sehr viel lernen. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das zum Beispiel seinen eigenen Lebensraum zerstört. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, der seine Mitmenschen zu Millionen umbringt. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, der
täglich irgendwelche Gewalt gegen andere Menschen anwendet und, das wisst ihr. Draußen in der Natur, die Tiere in der Natur, die leben mit der Natur. Die leben mit dem Strom des Wohlbefindens. Da draußen und überall ist immer ein Strom des Wohlbefindens. Das Universum hat eine Grundschwingung, eine Grundfrequenz. Und diese Grundfrequenz ist Liebe. Sonst würde da draußen nichts gedeihen, nichts wachsen, es würde nichts geschehen. Es wäre einfach eine depressive Welt. Ja? Aber weil diese Welt nicht depressiv ist, haben wir hier diese hohe Schwingung auf dieser Erde, die Frequenz der Liebe. Schaut mal in die Natur, die Farben in der Natur, die Farben in der Tierwelt, die Tiere, die es gibt, was es da für Dinge gibt, wo man sich in seinem Hirn gar niemals ausdenken könnte. Die gibt es aber da draußen, weil sie von der Liebe, von der Natur erschaffen worden sind. Und da können wir sehr, sehr viel davon lernen. Wir Menschen mühen uns ab, Tage, Wochen, Monate, Jahre, um irgendetwas zu erreichen. Wir mühen uns täglich ab. Die meisten Menschen müssen sich täglich abmühen, um irgendwas zu erreichen. Sie müssen ständig irgendetwas tun. Sie müssen ständig etwas tun. Man hat unsere Generation eingebläut, wer nichts tut, ist faul. Ja, von nichts kommt nichts. Das stimmt schon auf eine gewisse Art. Aber wenn man hier die Reihenfolge anschaut, sein, tun, haben, dann kommt das Tun nicht an erster Stelle. Das Sein kommt an erster Stelle. Dann tue ich etwas und dann kann ich auch etwas haben. Ich möchte euch in diesem Webinar heute zeigen, dass man mühelos erschaffen kann. Dass das Universum erschafft mühelos. Entschuldigung, ein Baum. Nochmal, habt ihr schon mal einen Baum gesehen? Und bitte schreibt mir deine Antwort. Habt ihr schon mal einen Baum gesehen, der stöhnt, um die Äpfel rauszudrücken? Habt ihr schon mal in der Natur irgendwas gesehen? Ein Baum oder ein Strauch oder ein Kirschbaum, der versucht, irgendwas mit Anstrengung zu machen? Oder weiß die Natur ganz genau, ich muss es einfach geschehen lassen? Ich lasse es einfach geschehen. Also die Angelika hat es noch nie gesehen, die anderen anscheinend schon. Das Gras kann man düngen mit meinem Webinar. Ganz genau, Matthias. Man kann es düngen. Ich lese gerade mal, habe gestern einen Doku von Tieren in der Tiefsee gesehen, so wundervolle Farben bei den Meeresbewohnern. Ja, zum Beispiel. Unfassbar. Ja, also, das Leben draußen geschieht einfach. Und das Leben draußen strengt sich nicht an. Das einzige Lebewesen, das sich wirklich tagtäglich anstrengt, das sind wir Menschen. Wir Menschen denken, wir müssen uns anstrengen, dass was passiert. Und jetzt mal eine Frage an euch, und die möchte ich von alle beantworten. Glaubt ihr, dass das Universum, Gott, egal wie man das nennen möchte, uns Menschen erschaffen hat, als einziges Lebewesen auf dieser Erde, die sich anstrengen müssen, um was zu erreichen? Ich frage euch das. Sind wir Menschen die einzige Lebewesen, die sich anstrengen müssen, um was zu erreichen? Frage ich jetzt mal. Jetzt habe ich den Chat gefunden, ja, super. Nein, wir können nicht die einzige Lebewesen sein. Warum soll das Universum einen Unterschied machen und uns Menschen eine Bürde aufzuerlegen, um irgendetwas zu erreichen? Ja, es ist einfach mal wichtig, dass wir beginnen, unsere Bestimmung zu leben. Unsere Bestimmung ist hier auf der Erde Liebe, Freude, Freiheit, Lachen, Spaß, Friede miteinander zu haben. Das ist unsere Bestimmung. Wenn wir so wären, liebevoll zu jedem, und wenn jeder Mensch das so wäre, dann wäre morgen schlagartig Frieden, dann wäre morgen alles beendet, was gerade da draußen rumläuft. Wenn jeder Mensch den anderen Menschen lieben oder zumindest so akzeptieren würde, wie er ist, wäre morgen alles beendet. Aber wir werden angehalten, unsere Nachbarn anzuzeigen und. Das hat nichts, aber auch 0,0 mit Liebe zu tun. 0,0. Das da draußen und die Natur ist reine Liebe. Reine Liebe. Und nur mit der Liebe können wir Dinge verändern. Manche Leute, die trauen sich nicht mal, das Wort Liebe in den Mund zu nehmen. Ja? Aber es heißt eben Liebe, es ist Liebe und um Liebe geht auch nichts rum. Liebe alles, was du hast.
Liebe alles, was du bist, und du wirst ein erfolgreiches, müheloses Leben haben. So, jetzt frage ich euch mal, oh, da lese ich mal schnell. Ich denke, solange wir mit dem Leben Natur, Gott schwingen, dann ist alles leicht. Leider sind wir ständig im Widerstand mit dem Leben, deshalb ist das Leben ganz genau. Wir sind ständig im Widerstand mit dem Leben. Und warum sind wir im Widerstand mit dem Leben? Weil unser Kopf uns versucht zu lenken und wir haben aufgehört, auf unser Bauchgefühl, auf unser Herz zu hören. Wir müssen alles mit dem Kopf steuern. Aber jetzt muss ich das doch so machen, weil sonst ist es nicht so oder so oder so. Ich muss alles mit dem Kopf machen. Auch wenn mein Gefühl sagt, ich weiß auch nicht, soll ich jetzt dahin gehen? Nein, eigentlich nicht. Und der Kopf sagt, doch, doch, geh mal dahin. Und wir gehen hin und dann ändert sich nichts. Oder wir machen einen Unfall oder es passiert irgendwas. Wir müssen wieder lernen, auf unserem Bauch zu hören. Wir müssen lernen, uns auf unser inneres Wesen zu verlassen. Denn unser inneres Wesen weiß genau, wohin wir gehen müssen und was wir zu tun haben und wann wir es zu tun haben. Es gibt uns Impulse durch Gefühle. Und wenn wir auf diese Gefühle hören, dann wird unser Leben mühelos. Ich habe noch eine Folie, eine weitere Folie. Und das ist ganz wichtig, diese Folie möchte ich jetzt auch hier behalten. Ganz wichtig, diese Folie. Die meisten Menschen denken ständig an das, was sie nicht wollen und haben entsprechende Gefühle, auch Angstgefühle. Wenn man etwas denkt, das man nicht möchte, hat man meistens irgendeine Angst dahinter, stimmt's? Und sie denken an das, oder sie denken ständig an das, was sie nicht wollen oder nicht haben. Oh, ich hätte auch gern so ein schönes Haus. Ich hätte auch gern so ein schönes Auto. Ich hätte auch gern so ein Einkommen. Ich hätte. Stimmt's? Könnte man da recht geben? Die meisten Menschen denken ständig an das, was sie nicht wollen, an das, was sie nicht erleben wollen und an das, was sie nicht haben. Es ist so. Erfolgreiche Menschen denken ständig an das, was sie sein wollen und an das, was sie haben wollen. Auch wenn sie es noch nicht haben und wenn sie es noch nicht sind. Schreibt noch ein paar, freut mich. Schreibt, stellt Fragen, gebt eure Erfahrungen weiter, wir sind ein Team. Ja? Die meisten Menschen denken ständig an das, was sie nicht wollen, an das, was sie nicht erleben wollen, an das, was schief gehen könnte. Und an das, was sie nicht haben oder noch nicht haben können, daran denken sie. Und sie schauen auf Neid, mit Neid auf andere, die etwas haben. So, erfolgreiche Menschen, die denken ständig an das, was sie sein und was sie haben wollen. Was sie erleben wollen. Es ist ganz wichtig, wenn wir unser Leben ändern möchten, von heute an ändern möchten, dann ist es zwingend erforderlich, nur noch an die Dinge zu denken, die wir haben wollen, die wir erleben wollen und wie wir sein wollen. Wie soll mein Leben aussehen? Wenn ich ständig daran denke, dann wird sich mein Leben ab heute ganz genau in diese Richtung ändern. Das Problem der Leute ist, dass sie es 2 Minuten tun und dann vergessen. 2 Minuten tun sie es und vergessen es dann. Und genau das ist der Fehler. Wenn wir in unserem Leben etwas erreichen wollen, dann erreichen wir es nicht mit Arbeit, 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 sondern als erstes Mal müssen wir genau wissen, wo wir hinwollen, was wir erleben wollen, wie wir uns fühlen wollen. War schon mal jemand von euch verliebt? Schreibt mir das mal rein. War schon mal jemand von euch verliebt? Und wie fühlt sich das an, wenn man verliebt ist? Wie fühlt sich's an? Schreibt mir das mal rein. Dann mache ich weiter. Genau, Ralf, absolut. Ich stelle gerade das Problem, dass wir zu wenig von außen an uns herankommen lassen. Wir leben zu wenig in unserem Inneren. Und genau das ist das Problem, Helga. Wir lassen Dinge von außen uns beeinflussen. Aber das Leben geschieht nicht von außen nach innen. Das Leben geschieht von innen nach außen. Deshalb ist es auch wichtig, diesen ganzen Dingen keine Beachtung zu schenken, die da draußen passieren und negativ sind. Je mehr Menschen den Dingen Beachtung schenken, desto mehr Energie führe ich diesem Feld zu und desto größer wird es.
wenn wir die Beachtung von Dingen, die wir nicht haben wollen, abziehen und auf Dinge blicken, achten, die wir haben wollen, dann wird sich das verändern und das andere wird verschwinden. Das ist ein Gesetz. Das ist ein Gesetz und das versuche ich seit vielen, vielen Jahren den Menschen klarzumachen. Es gibt da draußen Naturgesetze. Ich lese gleich nochmal. Es gibt da draußen Naturgesetze. Zum Beispiel das Gesetz der Gravitation, der Schwerkraft. Das wirkt immer und überall auf diesem Planeten. Immer und überall wirkt das Gesetz der Schwerkraft. Wenn ich in Zürich von einem Hochhaus springe und ich komme unten an, bin ich wahrscheinlich tot. Wenn ich in Japan von einem Hochhaus springe und ich komme unten an, bin ich wahrscheinlich auch tot. Dieses Gesetz wirkt überall. Ich kann nicht erwarten, wenn ich da runterspringe, dass ich jetzt hochfliege in den Himmel. Nein, ich werde runterfallen. Ja? Ich kann dieses Gesetz nicht überwinden, ohne irgendwelche mechanischen oder ohne irgendeinen Turbo-Hubschrauber unterm Arsch. Ich kann es nicht. Und genauso sind es die universellen Gesetze auf darauf, wo ich meine Aufmerksamkeit lenke. Das ziehe ich in mein Leben. Und wenn ich mir diesen ganzen Tag diesen Schwachsinn aus dem Fernseher oder aus den Zeitungen reinziehe, dann identifiziere ich mich damit. Ich lasse mich von außen beeinflussen, weil es mich ja doch irgendwie berührt, wenn man da irgendwelchen Schwachsinn schreibt. Und dann habe ich genau das in meinem Leben, weil mein Fokus genau darauf geht. Wenn man mal richtig Rennmotorradfahren lernt und man nimmt mal so ein paar Stunden bei einem Profi-Motorradfahrer, das habe ich mal getan früher, dann lernt man, dass wenn man zum Beispiel auf der Straße in der Kurve fährt, dann lernt man, wenn man zu nahe an den Bordstein kommt oder zu nahe an den Straßenrand kommt und ich fixiere mich da drauf, auf diesen Bordstein, das kennt wahrscheinlich jeder von uns vom Radfahren, wenn ich auf den Bordstein schaue, dann fahre ich drauf. Ich habe den Bordstein im Fokus, dann fahre ich da drauf. Alles, was ich tun muss, ist meinen Blickwinkel abzuwenden vom Bordstein und zwar dorthin, wo ich hin will. Und dann ziehe ich das Motorrad automatisch rum. Das ist mit dem Auto genau dasselbe. Kennt das jemand? Was heißt da war? Genau. Ich lese gerade, fühlt sich leicht an, unbeschreiblich leicht. Es gibt fast kein schöneres Gefühl. Denkt immer groß, ja. Ich lese gerade, ja, ist mir auch schon. Also, ganz, ganz wichtig. Zieht den Fokus von dem ab, was euch nicht gefällt da draußen. Man muss die Augen nicht davor verschließen, aber ich muss nicht jeden Tag ranschauen. Wenn ihr euer Leben verändern wollt, dann schaut auf die Dinge, die ihr erleben wollt, und zwar jeden Tag. Und ich sage euch eins, das hört sich jetzt für viele aus meiner Generation verrückt an, weil wir haben es anders gelernt. Es ist viel wichtiger, einfach mal sich einen Tag, eine Woche, einen Monat einzuschließen und einfach nur sich mit seinen Zielen, mit seinen Gefühlen und damit zu beschäftigen, was ich in meinem Leben erleben möchte. Und zwar jeden Tag. Und dann muss ich fühlen, wie es sich denn anfühlt, wenn ich dieses Auto, dieses Haus, dieses Fahrrad, diesen Partner, dieses Leben, was auch immer habe. Wie fühlt es sich dann an? Das ist das Wichtige, das Signal, das Gefühl, das ich aussende. Das ist das, was ich anziehe. Und deshalb habe ich hier diesen Satz geschrieben. Es reicht völlig aus, das zu lieben, was man sein und haben möchte. Es reicht völlig aus, das zu sein, es reicht völlig aus, das zu lieben, was man sein und haben möchte. Das reicht völlig aus. Und dann muss ich 99,9% weniger tun, weniger schaffen, weniger arbeiten, weil ich dann, wenn ich das liebe, was ich sein, tun und haben möchte, und zwar jeden Tag fühle, sehe, vor mir, darin lebe, in meiner Welt darin lebe, dann werde ich die richtigen Dinge, Umstände, Menschen und anziehen, damit ich dorthin komme, und zwar ganz, ganz leicht, ohne Widerstände. Ohne Widerstände. Und genau darum geht's. Es geht letztendlich darum, das zu lieben, was man hat, was man jetzt schon hat, das zu schätzen, was man jetzt schon hat,
und das zu lieben, was man sein, tun und haben möchte. Und dann fängt das Leben an zu fließen. Uns hat man eingebläut, damals im Schwabenland, schaffe, schaffe, Häuslebauer. Da ging es nur ums Tun. Da ging es nur ums Tun. Wer hat es von euch auch so kennengelernt? Sicher viele. Sicher wurden fast alle von uns eingebläut. Du musst was tun, du musst was tun. Wir müssen was tun, aber wir müssen als allererstes hier das tun. Das zu lieben, was wir sein und haben möchten. Wenn wir das lieben, dann ziehen wir die Dinge an und es kommt einfach auf uns zu. Und deshalb steht hier, ich mache euch mal ein Foto, nicht, dass ihr es glaubt. Ich kann jetzt die Kamera nicht runternehmen, aber ich mache euch mal ein Foto. Hier auf dem Schreibtisch. Bei mir steht's. Hier, was steht hier drauf? Jetzt hat sich's gedreht. Achtung, wartet, Moment. So. Oh, hallo. Ja, dann machen wir es halt so. Hier steht drauf, liebe alles, danke für alles. Hier habe ich es mir auf den Schreibtisch geschrieben, wo ich jeden Tag sitze. Liebe alles und danke für alles. Das ist ein Satz, den ich jeden Tag hier lese und mich jeden Tag daran erinnere, mich zurückzuziehen, in die Stille zu gehen, nicht immer nur zu tun, sondern von innen heraus erschaffen. Das zu sein, das zu lieben, was ich sein, tun und haben möchte. Und ich verspreche dir eins, wenn ihr nur diesen einen Satz in eurem Leben behelligt, ich muss gerade mal schauen, ob ich das irgendwie hier mal anzeichnen kann, ich weiß es gar nicht, kann ich das hier, ja, geht irgendwie nicht, egal, ja. Hier diesen Satz, es reicht völlig aus, das zu lieben, was man sein und haben möchte. Und dann fängt das Leben an zu fließen und zwar ganz genau in die Richtung. Ihr könnt heute damit beginnen. Beginnt mit kleinen Dingen, die ihr euch vorstellen könnt. Etwas zu lieben, das man haben möchte, ist nicht schlimm. Ihr habt vorher geschrieben, das Verliebtsein ist super Geschichte und man fühlt sich wohl und es fühlt sich leichter und überhaupt. Und genau so ist das Leben. Wenn man verliebt ist, funktioniert irgendwie alles. Dann hat man Freude, dann hat man Spaß, dann ist man aufgeregt, aufgewühlt, ja. Und dann funktioniert einfach alles. Und wisst ihr, wie es ist, wenn man keine Frau oder keinen Mann hat und man unbedingt einen haben möchte, man ständig auf der Suche ist und ständig nur das im Kopf hat, dann findet man keinen. Ist man aber plötzlich verliebt in jemanden, dann sind plötzlich Hunderte da, die man sich aussuchen könnte. Kennt ihr das? Genauso geht das Leben. Wenn ihr euch in das Leben verliebt, wenn ihr das liebt, was ihr sein, tun und haben möchtet, dann wird euer Leben so laufen. Boah, dann würde ich sagen, kann das sein? Die Moni, meine Frau, hat mir diese Woche geschrieben, mir kommen fast die Tränen, wie kann das nur alles sein, dass es so alles geklappt hat? Ja, wenn ihr noch kurz Zeit habt, erzähle ich euch eine Geschichte. Habt ihr noch 5 Minuten, 10 Minuten Zeit? Also, ich erzähle euch eine Geschichte. Wir haben unser Haus verkauft und haben eine geniale Wohnung in Zürich gefunden. Ich habe ja mal so ein paar Bilder gezeigt. So, das hat angefangen damit, dass wir schon seit 1-2 Jahren mit dem Gedanken spielen, nach Zürich zu ziehen. Weil unsere Tochter, die Nina, die studiert in Zürich seit 2 Jahren, die Moni arbeitet in Zürich seit 2 Jahren. Unser Sohn, der Can, der ist beim Militär und wenn er fertig ist, studiert er in Zürich. Ja, er war in Zürich auf dem Sportgymnasium, also alle sind in Zürich. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen nach Zürich, sobald der Can studiert, gehen wir nach Zürich. Suchen uns dort eine schöne Wohnung und dann schauen wir mal. Was, und Haus wollten wir vermieten. Okay, alles klar. Dann haben wir letztes Jahr mal 1-2 Wohnungen angeschaut und Zürich, wer das ein bisschen kennt, man zahlt wahnsinnige Preise für ich sage, wenn ich 7, 8, 9 oder 10.000 Franken bezahle, dann will ich nicht in der Badewanne duschen, dann will ich eine Dusche. Und zwar eine genial, geil, schöne, oder? Ja, so. Und dann haben wir Wohnungen uns angeschaut. Ja, okay, alles gut, aber irgendwie die Einteilung, irgendwas hat eben immer nicht so wirklich gepasst. Ja. Und manchmal ist auch noch nicht der richtige Zeitpunkt für etwas. Dann soll man nichts übers Knie brechen. Dann soll man wieder dem Gras Zeit lassen zu wachsen. Ja, man muss erstmal die Idee in das Feld setzen, bis sie dann kommt. Und je stärker ich Signale aussende, je stärker ich dieses Vorhaben liebe, je stärker ich mich darauf freue,
desto gewaltiger und desto besser wird es kommen. So, und jetzt haben wir dann im Januar wieder gesprochen, so, guck, schauen wir mal nach ein paar Wohnungen. Wir haben parallel so immer geschaut nach Wohnungen in Zürich. Und dann haben wir, ich habe auch mal eine angesehen, tolle Wohnung eigentlich, ja, neu ausgebaut, richtig schön, aber die Lage war einfach, ja, beschissen. Zwischen riesengroße Häuser drin, ringsrum um mich riesengroße Häuser. Also ich komme hier, ich wohne hier oben auf einem Adlerhorst und wäre dann in den Kaninchenbau gezogen. Geht auch nicht. Ja, und dann irgendwann vor 4 Wochen, 5 Wochen, sagt die Moni an einem Sonntag, wow, guck mal, ich habe hier eine geniale Wohnung gefunden. Und dann sage ich, zeig mal her. Und ich habe die Wohnung angeschaut und ich war sofort verliebt. Das ist, was ich euch gezeigt habe, da letzte Woche diese Wohnung. Oder vorletzte Woche diese Wohnung in Zürich. Ich habe mich sofort verliebt. Und denke, wow, wie genial ist das. Ich habe sofort am Sonntag hingeschrieben und habe mich beworben für die Wohnung. Ja. Und dann kam am Montagmorgen kam schon die Absage. Sorry, Herr Heimann, tut uns leid. Also ich habe mich wirklich bemüht. Ich habe viel geschrieben und habe gesagt, wir sind wirklich interessiert und wir könnten eigentlich schon zusagen. Aber ich würde gerne einen Blick reinwerfen. Dann kommt am Montagmorgen die E-Mail. Sorry, Herr Heimann, tut uns leid. Von der Verwaltung von diesen Gebäuden kam die Mail. Die Wohnung ist schon vergeben. Wir haben jemanden gefunden, der die Wohnung nimmt. Okay, dachte ich, ja, alles klar. Aber mein Gefühl war so, dass ich so dachte bei mir, nein, das ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Obwohl die zu mir sagte, es ist vorbei. Ja. Sie hätten jemanden gefunden. Alles klar. Und ich habe ihr dann geschrieben, sollte sich was ändern, soll sich bitte dringend bei mir melden. Mittwochmittag fahre ich, es war Sonntag, Montag, Mittwochmittag fahre ich nach Zürich und dann klingelt mein Telefon. Ich habe in Zürich eine Wohnung angeschaut, im Renaissance Hotel, im Mobimo Tower, da draußen am Hartturm, im 16. Stock, schöne Wohnung. Bin da gerade unterwegs, dann ruft mich jemand an und sagt, hallo, mein Name ist Hofer und so, ich bin der Besitzer der Wohnung, für die Sie sich beworben haben, am Gustav-Gull-Platz. Und dann sage ich, ah, okay, Hofer, super, aber leider hat es ja jetzt nicht geklappt, ich hätte es so gern, hätte ich mir die Wohnung angesehen. Dann sagt er, ja, bei der Vertragsunterzeichnung hätten sie sich so quasi in die Haare bekommen, beziehungsweise der andere hat noch viele Forderungen gestellt, die er vorher nicht gestellt hat, und dann ist der Vertrag geplatzt. Und jetzt gibt es die Chance. Er hat jetzt nochmal drei Leute, die er anruft, ich und nochmal zwei andere. Und dann würde er sich quasi entscheiden, ob wir noch Interesse hätten. Ich sage, ja klar, wir Interesse, logisch. So, alles klar, habe mit ihm kurz gesprochen. Und dann bin ich die Wohnung anschauen gefahren, habe der Moni geschrieben, bin heimgefahren. Und dann habe ich sofort ihm eine WhatsApp geschrieben. Habe mich bedankt für das, dass er uns sich gemeldet hat. Und ich habe mich hingesetzt, tagelang, und habe in dieser Wohnung gewohnt. Ich habe heute noch die Bilder hier als Bildschirmschoner von der Wohnung auf meinem Computer. Schau mir das heute noch jeden Tag. Ich habe mir die Fotos angeschaut und ich habe in der Wohnung gelebt. Sein. Ich habe in dieser Wohnung gelebt und in Zürich gelebt in dieser Wohnung. Und ich habe es geliebt. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind und überhaupt. Und was soll ich sagen? Letztendlich eine Woche später haben wir schon die Zusage bekommen und haben den Vertrag unterschrieben. So, und jetzt mussten wir ja quasi... Und der Vertrag ist auf 1. März. Und es war relativ sportlich. Ja? Ende Januar, Vertrag unterschrieben. So, jetzt musste ich das Haus, wir haben uns dann geeinigt, wir verkaufen das Haus. Und ich habe das dann sofort am Sonntag ausgeschrieben. Und ich habe dieses Haus in 2,5 Wochen verkauft. Ein Haus für weit über 2 Millionen habe ich in 2,5 Wochen verkauft. Und die Käufer, die reinkommen, es waren mehrere Interessenten, aber die Käufer, die reinkommen, das ist das, was ich jetzt sage. Du brauchst nicht am Gras ziehen, damit es wächst. Du musst es wachsen lassen. Ich habe es geliebt. Ich bin jeden Tag, ich habe wahnsinnig viel geistige Arbeit und Liebe reingesteckt. Ich bin jeden Tag in meinem Sessel gesessen oben, habe visualisiert, geträumt. Ich hab darum gebeten, dass es alles vonstatten geht, dass alles sauber läuft, dass alles schnell geht. Wir hatten Termine, Zahlungstermine und. Ja? Und jetzt, was soll ich sagen? Das Ende vom Lied ist, dass alles gepasst hat. Alles hat sich ineinander gefügt. Es gab nirgends, nicht nur 1% irgendwo Widerstände. Es gab keine Widerstände. So, es ging so.
So, bis heute ist es einfach nur geflossen. Für alle Beteiligten ist es eine Win-Win-Situation, ist geflossen. Es war für mich geistig spannend und anstrengend. Und ich habe jeden Tag visualisiert. Ich habe brutal viel Energie reingehängt. Aber letztendlich hat es sich gelohnt, weil wir sind gestern sind wir spazieren gelaufen, da oben ist nur noch pure Schweiz, und haben gesagt, es gibt nicht mal das Geringste, wo wir hätten müssen einen Kompromiss machen, wo wir hätten uns müssen einschränken, wo wir hätten müssen sagen, wenn das jetzt noch wäre, dann wäre es optimal. Nein, es gibt nicht das Geringste. Und das, was will ich euch damit sagen? Wenn ihr das liebt, was ihr sein, tun und haben möchtet und jeden Tag euch mindestens eine oder zwei Stunden dafür Zeit nehmt, es ist wichtiger, wie zwei Stunden zu arbeiten, das sage ich euch. Wenn ihr euch jeden Tag ein bis zwei Stunden Zeit nehmt, um das zu sein, was ihr sein, tun und haben möchtet und es liebt, was ihr sein, tun und haben möchtet, dann werden die Dinge so geschehen. Ich garantiere es euch. Und es liegt nicht an mir, es liegt nicht an irgendjemand, es für euch zu tun. Es liegt an euch, das selber auszuprobieren. Schaut nicht mehr auf die ganzen Widrigkeiten um euch herum. Schaut darauf, nehmt den Fokus weg. Fahrt nicht auf den Bordstein, sondern nehmt den Fokus weg und schaut dorthin, wo ihr hin möchtet. Immer nur dorthin, wo ihr hin möchtet. Freut euch, dort anzukommen. Schaut, wie es ist, dort zu sein. Fühlt euch so, wie es ist, wenn es schon so wäre, und liebt es, wie es sein soll. Selbst wenn euer Verstand sagt, das kann nicht sein, wie der Verstand zu uns gesagt, naja, die Wohnung ist jetzt vergeben. Tut mir leid, Herr Heimann. Es war mir wurscht, weil ich weiß, zu was das Universum fähig ist. Ich habe trotzdem drauf geschaut. Ich habe trotzdem mich fokussiert auf diese Wohnung. Ich habe es geliebt vom ersten Augenblick an. Und genau das macht den Unterschied im Leben. Glaubt ihr mir das? Schreibt es mir mal in den Chat. Oder denkt ihr, der Heimann spinnt jetzt völlig? Könnt ihr ruhig mal schreiben. Ja? Diejenigen, die das glauben, die werden sehen, dass es so sein wird in ihrem eigenen Leben. Und die es nicht glauben, die werden es gar nicht probieren. Die werden sagen, der Heimann redet Scheiß. Was reden der da zusammen? Die werden es gar nicht probieren, bei denen wird sich nichts ändern. Jetzt frage ich euch, was kostet es, jeden Tag hinzusitzen und eine Stunde oder zwei Stunden die reine Liebe auszusenden für das, was ihr sein und haben wollt, diese Verliebtheit zu spüren? Was bedeutet es? Es ist einfach nur schön. Ihr fühlt euch einfach gut. Ihr fühlt euch immer besser. Es geht euch gesundheitlich immer besser. Ihr seht jünger aus. Ihr seht fitter aus. Ihr verändert euer komplettes Leben. Nicht nur das, was geschieht. Ihr verändert euer Aussehen, eure Gesundheit, euren Fokus. Ihr verändert euer Umfeld. Ihr verändert die Menschen in eurem Umfeld. Die spüren, bei dem ist was anders. Bei der ist was anders. Und es kostet uns nichts. Nichts. Genau die Zeit, aber diese Zeit, diese eine, zwei Stunden jeden Tag ist die beste Investition in euer Leben. Das ist Quality Time, die euer Leben verändert. Alles andere, diesen Fokus auf das andere Zeugs, funktioniert nicht. Ich lese gerade. Ja. Genau, ich rede keinen Scheiß, Helmut, gell? Ja, es kostet nichts, aber es verändert euer Leben. Und jetzt fragt euch selber, was hindert euch dran, es jeden Tag zu tun? Was hindert euch dran, euer Leben mit nichts tun, sondern einfach nur da zu sitzen und Liebe auszustrahlen? Was hindert euch dran, das nicht zu tun? Ja, genau, das Wort zum Sonntag. Dieser Satz, wenn ihr nichts anderes gehört habt heute wie diesen Satz, dann schreibt euch diesen Satz auf und tut es einfach. Tut es einfach. Fangt an, das zu lieben, jetzt das zu lieben, was ihr irgendwann sein,
tun oder haben wollt. Und euer Leben wird sich komplett verändern. Es wird morgen werden Dinge geschehen, die euch schon den Weg zeigen, wenn ihr sofort beginnt, diese Liebe auszustrahlen. Ich verspreche es euch. Es gibt auf diesem Universum kein höheres Gefühl als Liebe. Und mit Liebe könnt ihr alles verändern. Alles. Schlagartig. Jetzt. Schmerzen, Leid, alles. Das Leben ist, wie es ist. Die Natur ist, wie sie ist. Ihr braucht nicht am Gras ziehen, damit es wächst. Ein Apfelbaum drückt die Äpfel nicht drauf und strengt sich an. Und genauso wenig müssen wir uns anstrengen. Wir müssen einfach nur sein. Wir müssen das sein, was wir sein wollen und was wir haben wollen. Liebe das, was du haben möchtest, und es wird in dein Leben kommen. Liebe es und frag dich nicht, wie. Du musst dich nicht fragen, wie. Aber wie kann das denn sein? Das interessiert nicht. Das machen die Helfer im Universum für dich. Wie man es nennt, Gott, Natur, Universum, egal wie man es nennt. Die Natur macht es. Die Natur des Universums macht es. Du musst dich nicht um das Wie kümmern. Und frag dich auch nicht nach, das kann ich nie erreichen. So ein großes Haus oder so ein teures Auto oder so viel Geld oder was weiß ich. So ein schöner Landsitz, was weiß ich. Einfach irgendwas, was du möchtest. Sag dir nicht, nein, das kann doch nicht sein. Wie soll es geschehen? Nein, es kann geschehen, wenn du einfach nur dran glaubst. Wenn du nur einfach das liebst, was du siehst. Nimm dir Bilder, nimm dir was immer du willst, schaust dir an, wie dein Leben aussehen soll und liebe es und es wird geschehen. Manches braucht länger, je nachdem, wie viel Liebe ausstrahlt, je nachdem, wie die Umstände bisher waren in deinem Leben, braucht es etwas länger. Aber ich sage euch eins, ihr werdet es erreichen, eines Tages, in 1-2 Jahren, in 1-2 Monaten, in einem Jahrzehnt werdet ihr dort sein. Das Leben braucht Zeit, das Gras braucht auch fast eine Woche zum Wachsen, bis man es wieder mähen muss. Ja? Aber das Leben braucht Zeit und lasst dem Leben bitte diese Zeit. Werde nicht ungeduldig und geht morgen nicht hin, wenn ihr das Samenkorn gesät habt für die Dinge, die ihr liebt. Ja? Ich liebe diese Wohnung, ich liebe die Stadt Zürich, was weiß ich, egal was ihr wollt. Wenn ihr dieses Samenkorn gesät habt und ihr habt es gespürt und ihr habt euch reingefühlt und gesehen, wie es ist, dort zu leben, in eurem Geist, in eurem Innern, dann geht nicht am nächsten Tag hin und zweifelt daran. Ja, aber wie kann das sein? Es funktioniert doch nicht. Ich habe nicht genügend Geld, ich habe keine Kontakte, bla 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 bla. Dann kommt unser Verstand und redet uns in Schwachsinn ein. Das ist genauso wie ein Bauer aufs Feld geht und den Maiskorn sät, ja, und am nächsten Tag hingeht und es ausgräbt und guckt, ob es schon gewachsen ist. Das wird nie wachsen, wenn er es jeden Tag ausgräbt. Pflanzt einfach nur die Samenkörner. Pflanzt die Samenkörner in euch. Gießt sie mit Liebe, ja, düngt sie mit Liebe jeden einzelnen Tag. Und euer Leben wird sich komplett verändern. Komplett. Verspreche es euch. Ich selber habe es getan, seit vielen, vielen Jahren. Und es gelingt mir immer besser, weil ich immer mehr dran glaube, weil ich immer mehr weiß, wie es geht, weil ich einfach das Gottvertrauen habe. So sieht's aus. So, lieben Freunde, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Es ist ein bisschen länger geworden, wie ich wollte. Ich mache jetzt die Aufnahme mal aus. Vielen Dank.